So, nächste Folge. Für mich sind ein paar Sekunden vergangen, für euch ein Tag. Oder so. Hold on, we're entering Venom Airspace. Na, nicht mal ein paar Sekunden, ehrlich gesagt. Es kommt noch so ein Kampf, den ich ja mag, so mit freier 3D. Don't get too cocky, Star Fox. Let's see how you handle our new ships. Too bad Dad's not here to see you fail. We'll make sure you never reach Android. We'll just see about that, Star Wolf. You guys don't give up. NTCs, I've got a better ship. This can't be happening. Get to the pond, Froggy. I see you've got new ship. Not yet. The party's just begun. Not yet. The party's just begun. Fox, get this guy. Oh. Slippy, dir helfe ich auch gleich. Give it up. You can't win. Ja, dann hänge ich mal den, der hinter mir ist, ab. Das werden wir noch sehen. Get to the pond, Froggy. There's one more to go. Wende. Mit E, nicht mit A. Ich würde schon sagen, nicht mit A, I. Yay. I'll go it alone from here. Fuck! Na gut. Wir haben es also geschafft. Zumindest haben wir es geschafft, jetzt zu Endos vorzudringen. I've been waiting for you, Star Fox. Know that I control the galaxy. It's foolish to come against me. Ich hoffe, das ist halbwegs vernünftig, welche ich. Now you will see. Nein, es ist nicht, nur ein extra Leben gibt's hier. Mir besser gefallen, ein paar Bomben und
Ring. Aber trotzdem, es wird einfach. Ich spiele ja auch mit dem normalen Schwierigkeitsgrad da. Das dürfte eigentlich erst kommen, wenn ich... Hä? Dann verstehe ich es nicht. Wo war dann nochmal der Unterschied zwischen den verschiedenen Schwierigkeitsgraden? Ich dachte, das passiert nur, wenn... Und ich dachte auch, auf einem normalen Schwierigkeitsgrad wären, aber Anfang wäre es gar nicht so, dass das so, dass man mehrere Röhren zur Auswahl hat auf dem Weg zu ihm, sondern dass es einfach gerade durchgeht. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Oder spiele ich aus irgendeinem seltsamen Grund doch schon aus dem Experten-Spiel im Schwierigkeitsgrad, was eigentlich gar nicht sein kann. Ja, das kann eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich wirklich nicht sein. Außerdem musste man, glaube ich, um... Außerdem hatte ich das sogar so in Erinnerung, dass man, um dieses Ende zu erreichen, immer oben lang musste. Ich bin gerade total verwirrt. Nein, nicht zu nah ran. Na. Sowas hier. Scheiße. Und das auch noch in der Ecke und dann... Ist man von der Beschränktheit der Landkarte gefangen. Thank you.
Aua. Ach ja, genau. Wenn der Flügel abbricht, sind natürlich unsere Power-Ups weg. Und es fliegt sich natürlich schlechter, das außerdem. Was auch voll Sinn macht im Weltraum, dass die Flügel irgendeine Bedeutung für die Aerodynamik spielen. Vor allem Aerodynamik im Weltraum, ne, ist ja klar. Also, ja. Schon. Und jetzt kann ich dich vielleicht erwischen. Ich darf ihn nicht wieder reinfliegen. Das sieht gerade gut aus, dass ich dich. Ja. Nein. Moment. Du fliegst gerade so rum. Ich mal so. Dann kann ich dich vielleicht von hinten. Ja. If I go down, I'm taking you with me. Ach so, jetzt kommt der Unterschied, genau. Genau. Don't ever give up, my son. Father? Oder nee, warte. Ach, ich habe keinen Plan. Ich replaye das nochmal, wenn ich besser geworden bin und den Expertenmodus wirklich freigeschaltet habe und immer oben lang fliege. Zeige ich euch die anderen Maps nämlich mal. Und das, was dann anders ist, wenn man im Expertenmodus spielt, was auch immer das dann wirklich ist. Ich weiß es nicht. Ich hab damals ja dann nur noch auf dem Expertenmodus gespielt und. Oh oh. Never give up. Trust your instinct. Was ist, wenn mein Instinkt ist, aufzugeben? Okay, ich hab mich verloren. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt habe ich wenigstens wieder beide Flügel. Und ich habe eh noch 8 Leben jetzt. Okay, das war rechts, ganz klar. Und jetzt konnte ich es nicht mehr sehen, ernsthaft. Never give up. Obwohl ich extra noch. Der fliegt viel zu schnell. Follow me, Bot. Warum? Ich hatte das voll einfach in Erinnerung. This way, Bot. Jetzt aus links. Und wieder links. Okay.
Never give up. Trust your instincts. Follow me, Fox. Ernsthaft? Das ist doch scheiße. This way, Fox. Never give up. Trust your instincts. Nee, ich muss vielleicht einfach mir merken, was richtig ist und was nicht, aber ich weiß nicht, ob ich das in 5 Leben noch schaffe. This way, Fox. Rechts, links. Never give up. Rechts. Und dann wieder rechts auf jeden Fall. Warte mal, jetzt sehe ich ihn ja noch. Vielleicht habe ich's. Nee, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Hä? Okay, da muss ich vielleicht mal ein bisschen Buggy-Bossing betreiben. Oder den. This way, Fox. Muss ein bisschen exzessiver einsetzen, vielleicht noch exzessiver. Ja, es scheint zu helfen. Never give up. Trust your instinct. Hab aber schon wieder verloren. Ja, ich muss das. Ich muss den deutlich besser benutzen, den Boost. Deutlich besser noch. Follow me, Bot. This way. So, wo lang? Rechts. Never give up. Trust your instinct. Und rechts. Und links. Und boost. Und links. Und boost. Und raus. Okay, hier muss man wirklich extrem darauf achten, zu Boost zu benutzen. Ja, so extrem ist es gar nicht, aber ich bin nicht daran gewohnt gewesen, so viel Boost einzusetzen. Also ehrlich, bei so einem Spiel ist es auch nicht schlimm, wenn man das erste Mal was nicht, wenn man es das erste Mal nicht durchschaffen würde. What's wrong, Fox?
Nothing. Nothing's wrong. Ja, ich bin einfach nur... Das war einfach nur dumm eben ein bisschen. Und ich muss auch Boost und Bremse auf andere Tasten, glaube ich, legen noch, wenn ich für das Spiel. Ja, von Shigeru Miyamoto. Das war auch ein großer Game Designer. Oder ist ich. Der lebt bestimmt noch. Ob er noch Games macht, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Ich kann mir nur keine aktuellen Konsolen leisten. Geschweige denn, dass ich einen Fernseher hätte, der für den sich das lohnen würde, eine Konsole zu kaufen, die HD benutzt, also das. Ich habe einen 19 Zoll Röhrenmonitor und mein Fernseher ist genauso groß. Der, den ich da noch hinten in der Ecke rumstehen habe. Ja, wie gesagt, ich werde das nochmal replayen, wenn ich ein bisschen besser geworden bin und Expertenmodus. Habe ich den jetzt freigeschaltet damit, dass ich Endboss besiegt habe? Hoffe mal. Ich vermute nicht. Aber hören wir uns erstmal an, was unser Boss zu sagen hat, General Pepper. We are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian Army. Oh no, sir. We prefer doing things our own way. Great Fox is ready to go. It's time for us to go now. Yes. Ja. Also, General Pepper wollte uns gerade anwerben für die Armee. Oder so. Aber wir haben ihn nicht mal ausreden lassen, weil wir tun das lieber auf unsere Art. Und was uns passt und so. Finde ich gut. Und da ist das Musterschiff. Es gibt auch eine Mission, die sich ganz um das Musterschiff dreht. Wenn ich sich dann auch spielen, wenn ich dann das dann replaye. Also das ist ja sich auch ein Replay, weil ich es damals schon gespielt habe, aber damals habe ich es nicht Let's Played, also ja.
Der Tomatenketchup-Mann hat Texte geschrieben. Wahrscheinlich. Ja. Das Spiel ist von 1997. Also jetzt, Ach Quatsch, das sind 7. Ja. Ich kann mich jetzt in der Dingens verheben. Und ein Name, den ich immer da schon, den ich schon damals immer gewählt habe, als ich es gespielt habe, hat ja immer nur 3 Buchstaben. Ist hell. Also, das hat viele Begründungen. Zum einen die ersten beiden Buchstaben meines Vor- und der erste Buchstabe meines Nachnamens. Dann klingt es wie der Computer hell. Und dann noch ein paar andere Begründungen, aber das waren die 2 wichtigsten. This is one steep bill, but it's worth it. Ach so. Ja, das ist das. Wir stellen hier noch eine Rechnung an die Armee von Gorneria, an General Pepper. Moment mal. Nee. Normalerweise könnte man hier jetzt... Ach genau. Man muss in allen Leveln eine Medaille sammeln, glaube ich, um Experte auswählen zu können. Ich glaube, so war es. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Also weder darauf noch auf irgendwas anderes. Vor allem nicht auf einen Kreuz oder so. Weder auf meins noch auf ein Holzkreuz, ja? Ja. Ich denke, das war es erstmal von meiner Seite. Und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst. Bis dann, Leute. Tschüssi.